Es ist Donnerstag, der 19. September 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute Abend werde ich interviewen Frau Karen Hughes. Sie ist ehemalige hochrangige Rechtsberaterin bei der Weltbank. Good evening, Mrs. Hughes. Good evening to you. Mrs. Hughes, you have been working for a long time at the World Bank, and then you have become a whistleblower because you have found out some important irregularities. Which has it been? Yes, I was fired illegally in 2007 after I had told the United States Congress that there were accounting problems at the World Bank, and the Senate Committee on Foreign Relations wrote three letters to the World Bank. That was Senator Richard Lugar, and told the World Bank not to fire me. And they did anyway. And after I was fired, three senators, Senator Lugar, Senator Bayh, and they requested an audit by the U.S. Government Accountability Office. And the audit could not take place because the World Bank did not cooperate. Shall I continue? Okay. I hear some speaking in the background. Okay, one moment. I translate. For you, ist 2007 illegal von der Weltbank gekündigt worden. Sie hat da Unregelmäßigkeiten festgestellt und es gab von Auswärtigen Ausschuss des Senats gab es drei Briefe, die versucht haben, es zu verhindern, die gesagt haben, sollte nicht gekündigt werden. Aber die Weltbank hat dort nicht entsprechend mit dem Senat zusammengearbeitet. What kind of irregularities have you detected? I've read that it has been something regarding the balance sheet. Yes. What it is when you have a organization that issues bonds on the capital market, and the World Bank has $180 billion worth of bonds on the capital market, you have got to have internal controls. Wenn man auf dem Kapitalmarkt Anleihen rausgibt und die Weltbank hat 180 Milliarden an Anleihen auf dem Kapitalmarkt rausgegeben, dann gibt es interne Kontrollen. And what I had discovered was there was a cover-up to the board. I was working in the Philippines, and there was this was at the end of the East Asia financial crisis in 2000. Am Ende der ostasiatischen Finanzkrise im Jahr 2000, da gab es etwas bezüglich der Philippinen. And so what was going on was the man who owned Philippine Airlines, Lucio Tan, had bought the shares in the second largest bank, Philippine National Bank. And that bank was supposed to be privatized. Its shares were supposed to be sold from the government control to a private investor. But Lucio Tan was in default on his loans from Philippine National Bank. So he was not an independent investor and the conditions in the loan could not be met. Ja, die sollten Anteile an der zweitgrößten philippinischen Bank, Philippine National Bank, privatisiert werden, an einen unabhängigen Investor. Und da wurden aber Anteile erworben von Lucio Tan, der Inhaber von Philippine Airlines war. Und der Philippine Airlines war ein wichtiger Kreditkunde der Bank und das war kein unabhängiger Bieter für die Anteile. Und dadurch konnten die Kreditauflagen der Weltbank nicht mehr erfüllt werden. So I wrote a letter and I wanted the man who was in charge in the Philippines to send this to the government, warning the government that the conditions were not met and that the World Bank could not disperse its loan. And he refused to sign that letter.
Frau Jutz hat dann den zuständigen Vertreter der Philippinen angeschrieben, dass die Bedingungen so nicht erfüllt werden konnten. Und er hat das aber abgelehnt, das zu unterschreiben. So what happened was, instead of signing the letter, he had me reassigned. And I went to the meeting where he was trying to disperse the loan, and I told the man who was his boss, the regional vice president, that the loan conditions were not met and that I was going to tell the board if the loan was dispersed. So the loan was canceled. That was $200 million that was canceled, and Japan had a matching loan for $200 million, and Japan canceled its loan. Ah, okay. Dann ist Frau Jutz gegangen, hat gesagt, sie wird es dem Vizepräsidenten der Weltbank mitteilen. Dass der Kredit an die Philippinen ist schließlich gestoppt worden, und Japan hatte einen ähnlichen Kredit und hat, also einen Kredit von 200 Millionen, der da nicht ausgezahlt wurde. Und Japan hatte einen ähnlichen Kredit und hat den auch nicht ausbezahlt. And then the people who had their money on deposit in Philippine National Bank had a run on the bank, and the bank was going to fail. So the government, the Philippines Deposit Insurance Corporation, bailed out the bank for $500 million. Can you repeat who has bailed it? Okay, this is a bank, and the people who had their money in the bank were worried because a borrower in default was running the bank. So they took their money out. There was a run on the bank, and the government had to rescue the bank with a loan for $500 million. Die philippinische Regierung hat letztendlich die Philippine National Bank retten müssen, oder hat es getan, mit einem Kredit von $500 Millionen, weil es einen Bankrun gegeben hat. Die Anleger hatten Angst um ihr Geld und haben es in großen Mengen dort abgezogen. Well, the president of the Philippines was impeached, and he had to pay back millions of dollars that he stole from the Philippine people. Der Präsident der Philippinen wurde abgesetzt und musste Millionen Dollar, die er gezahlt hatte, die er gestohlen hatte von dem philippinischen Volk, zurückzahlen. Which president? Joseph Estrada, and it was the Sandigabayan, which is an anti-graft court. Can you repeat? I'm sorry. Yes. Joseph Estrada was impeached, and he was found guilty by an anti-graft court called the Sandigabayan. That's in the Philippine language. It's an anti-graft court. And that was the court that made Estrada pay back $30 million that he had stolen from the government. $30 million? That's right. He had bought houses and things like that. Joseph Estrada war damals Präsident der Philippinen, und er wurde von einem philippinischen Gericht verurteilt, musste 30 Millionen zurückzahlen an den philippinischen Staat. And there's an evaluation of projects, and the evaluation said that the World Bank could not have known that this would happen. Es gab eine Evaluation der Weltbank von Projekten, und die sagte, dass die Weltbank nicht gewusst haben konnte, dass dies passieren könnte. So I went to Jim Wolfensohn together with the man who represented the Dutch government, Peter Steck. And we told Jim Wolfensohn about the board was being lied to by the evaluation department. Ja, es gab eine Untersuchung von innerhalb der Weltbank, und die kam zum Ergebnis, dass die Weltbank das nicht hätte wissen können. Und dann ging Frau Jutz zu James Wolfensohn, der damals Präsident der Weltbank war, zusammen mit Peter Steck, einem niederländischen Vertreter bei der Weltbank. Und das zu behandeln, ob diese Abwägung, diese Evaluation die Unwahrheit gesagt hat. That was in 2004 that I went to see Jim Wolfensohn. That's when the retaliation started. And I went to the Treasury Department. And I also told Larry Summers, who used to be, he was then the Secretary of the Treasury. I told him because his child was in the same elementary school as my child. I would tell him at
the meetings of the school that there was corruption in the World Bank. And I also told him that there was a very accurate game theory model that predicted that we would lose the ability to appoint the president of the World Bank because of this corruption. Danach in 2004, da fing es an, die Repression gegenüber Frau Jutz, und ein wichtiger nächster Schritt war, dass sie damals auf den US-Finanzminister Herrn Larry Summers zuging und berichtete über Korruption in der Weltbank, und sie ist auf ihn auch zugegangen, weil ihre Kinder in der gleichen Grundschule waren. Okay. And then I was interviewed for the job of general counsel. That's the boss of the legal department. I was one of the candidates who was being considered for the job. Frau Jutz war eine der Kandidaten für den Posten von General Counsel. Das heißt, für die Führungsposition der Rechtsabteilung der Weltbank. And during my interview, they asked me why the position of general counsel was being replaced every 2 years. Und während des Vorstellungsgesprächs innerhalb der Weltbank für diese Position wurde sie gefragt, warum alle 2 Jahre diese Position rotiert wurde, warum sie alle 2 Jahre gewechselt wurde. And I explained this was because the World Bank was breaking the securities laws, that anybody that reported corruption was fired. Sie sagte auf diese Frage, dass das damit zu tun habe, dass die Weltbank Recht bezüglich Securities brechen würde und dass Leute diese Position verlieren, wenn sie darüber berichten. And I kept on going back to the Congress, and the Congress asked for a Government Accountability Office audit of the corruption in the World Bank. Frau Jutz hat sich an den Kongress gewandt und verlangte Accountability Commission Congress. That's the government auditors. Okay. Es ging dann darum, dass der Rechnungshof sich das anschauen würde mit der bezüglich Korruption bei der Weltbank. And I had been talking to many of the executive directors, including Germany's executive director, Eckhard Deutscher, who was the dean of the board. One moment. You mean auditors inside the World Bank? No. I went to those as well. No, these are the government auditors that certify the government's statements, the budget of the United States government. Okay. Das eine war, dass sie zu dem Rechnungshof in den USA ging, zum Bundesrechnungshof, und sie hat auch sich an Exekutivdirektoren gewandt, einschließlich dem deutschen Exekutivdirektor. And I will tell you where we are now. The U.S. Congress has said that they will not allow the U.S. contribution to the capital increase to be dispersed because the World Bank refuses an audit of its corruption. Der Kongress hat gesagt, er lehnt es ab, den Beitrag der USA für Kapitalerhöhung an der Weltbank zu genehmigen, weil die Weltbank es ablehnt, eine unabhängige Überprüfung bezüglich der Korruptionsvorwürfe zuzustimmen. This is really a constitutional crisis inside the United States now, because I went to the UK Parliament together with a UK whistleblower, and my statement and her statement has been published on the website of the UK Parliament. Frau Jutz ist außerdem zusammen mit einer britischen Whistleblowerin, hat sie sich ans britische Parlament gewandt, und das ist nun veröffentlicht auf der Webseite des britischen Parlaments. Can I just come back for a moment to what
sitting at the U.S. Congress. When did they say no to the American share of World Bank capital increase? Which year? Okay, it's in their 2012 appropriations law. And there's a condition in there that until retaliation against whistleblowers has ended, the disbursement will not happen, will not take place. In 2002 war das im Gesetz, ist appropriation law, is it a part of the budget law? Yes. Also ist ein Teil vom Haushaltsgesetz, wie die Haushaltsmittel verteilt werden. Und da wurde beschlossen, dass der US-Kongress nicht zustimmen wird, Anteil zu leisten der Kapitalerhöhung der Weltbank, solange auch das nicht aufhört, dass sie gegen Whistleblower vorgehen. In 2011, I testified in the European Parliament, and I gave them a very detailed chronology of everything I'm telling you, and the legal department in the UK, in the European Parliament, got in touch with the World Bank and showed them this detailed chronology. 2011 hat sie sich ans Europaparlament gewandt und ihnen eine detaillierte Chronologie gegeben. Und das Europaparlament wiederum hat die Weltbank kontaktiert mit dieser Chronologie. How did the World Bank answer? I bought a World Bank bond and I sued the World Bank and the World Bank auditors, KPMG, because the World Bank was not following the securities laws. And that lawsuit was settled by 188 ministers of finance. Frau Jutz hat eine Anleihe der Weltbank gekauft und dann die Weltbank und deren unabhängige Wirtschaftsprüfungsorganisation, was da KPMG gewesen ist, verklagt bezüglich der Frage Verletzung von Securities Law, also Vorschriften bezüglich Anleihen. Und das wurde geregelt durch 188 Ministers of Finance. That's right, the Board of Governors of the World Bank. There's a President of the Development Committee, Marek Belka, Dr. Marek Belka. He's the President of Poland's National Bank. Es wurde geregelt durch die 188 Finanzminister im Gouverneursrat der Weltbank. Die haben dann diese Klage, die Sie in Ihrer Eigenschaft als Erwerberin einer Anleihe der Weltbank eingereicht hatte, hat der Gouverneursrat insgesamt geregelt. Einer der Finanzminister ist Herr Marek Belka, der polnische Finanzminister. I have written to the Washington embassies. Sie hat about five times, all of them, during the years that I was illegally fired. Seit sie rechtswidrig gefeuert worden ist, also seit 2007, hat sie fünfmal alle Botschaften in Washington angeschrieben. I have also written something called the National Advisory Council that is chaired by the Secretary of the Treasury, and it has the Chairman of the Federal Reserve Board on it and the Secretary of State. I have written the National Advisory Council 10 times. Sie hat 10-mal den nationalen beratenden Rat, National Advisory Council, angeschrieben. Da ist unter anderem die Federal Reserve vertreten und auch der Secretary of State ist a Foreign Minister. That's right. Und der Außenminister ist dort vertreten. Und you have informed them regarding the World Bank. I have been telling them that there will be a currency war if they do not end this corruption. Sie hat sie darauf aufmerksam gemacht, dass ein Währungskrieg droht, wenn man diese Korruption nicht beendet. Where is the connection between a corruption in the World Bank and a threatening a currency war? If the people who are reporting inaccurate financial statements get fired, you have no confidence in the financial statements.
It is out of compliance. Wenn die Leute gefeuert werden, die unkorrekte finanzielle Angaben bemängeln, wenn man die Leute rauswirft, dann verliert man das Vertrauen in die finanziellen Angaben. I'm working with whistleblowers from India, the UK, Ethiopia, Mexico, South Korea. I've probably forgotten a few, and we are all reporting the same thing, that the World Bank is corrupt from top to bottom. Sie hat zusammengearbeitet mit Whistleblowern von Indien, Großbritannien, Äthiopien, Mexiko, Südkorea, und sie kommen alle zum Ergebnis, dass die Weltbank korrupt sei, von oben bis unten. I would like to come back to this, what has happened regarding the Philippines. Why can this be called corrupt? It's while the World Bank has protected this support for the man who has Mr. Lucio Tan. What has been corrupt about it, and why has it violated the securities law? Because the man who was the president of the Philippines, Joseph Estrada, was selling the shares in Philippine National Bank to his crony Lucio Tan. This is illegal. This is corrupt. Das Korrupte, das Illegale daran war, dass der Präsident der Philippinen damals, Joseph Estrada, die Anteile an der Philippine National Bank verkauft hat an eine nahestehende Person, an Lucio Tan, und das hätte unabhängig erfolgen müssen. Das ist das Korrupte daran. And the board of the World Bank was lied to. They were told that this was a successful performance by the World Bank, a successful supervision performance. This was not. Und es wurde der Vorstand der Weltbank belogen. Es wurde dem Vorstand der Weltbank weisgemacht, dass dies eine erfolgreiche Arbeit der Überwachung, der Kontrolle dieses Darlehens wäre. And the lawyer who was interviewed for the job of general counsel that told the executive search firm that people who reported corruption were being fired, and so the financial statements were incorrect, was herself fired. Die Person bei der Weltbank, die das berichtete, dass das falsch war, wurde selbst gefeuert. Yes, so this means that you have no confidence in the financial statements of the World Bank. Und dann hat man dann dadurch keine Vertrauen in die finanziellen Stellungnahmen der Weltbank. You mean financial statements which the World Bank, yes, the bank does, yes, about, because you have no confidence in the numbers. When the accountants try to correct them, they get fired. I understand. It is not the finances of the World Bank itself, but of the countries. Of the World Bank. Because the World Bank statements, you have zero confidence in them. I understand. Okay. Wenn die Weltbank die Leute rauswirft, die es aufdecken, dass falsche finanzielle Stellungnahmen gemacht werden, dann verliert man auch das Vertrauen, nicht nur wie die Weltbank Staaten deren Finanzen beurteilt, sondern auch was die Weltbank über ihre eigenen Finanzen sagt. But what is worse is you have no confidence in the Securities and Exchange Commission, which oversees the capital markets of the United States, because they will not correct this problem. Und es untergräbt auch das Vertrauen in die Securities and Exchange Commission,
die Kapitalmarkt in den USA überwacht, denn sie sind das Problem auch nicht angegangen. Yes. So you have also no confidence in the Treasury Department, which is giving improper audits of its gold when Germany asked for its gold back. Und ebenso besteht ein Vertrauensverlust in das Finanzministerium der USA, die improper mean in the sense of incorrect? Yes, you have no confidence because the Office of Inspector General gave an audit to Germany of its gold. Mm. They didn't look at the gold. They looked at a schedule of the gold. And then they had four pages that said, we sometimes make mistakes. And then they handed that to Germany. That was not an audit. When the Office of the Inspector General in the Treasury Department does that, you have no confidence in the correct financial statements of the entire country. Deutschland wollte von den USA wissen, wo das Gold ist, was die USA, das deutsche Gold, was sich in den USA befindet, und hat da eben eine ausweichende Antwort bekommen auf vier Seiten, wo man sagt, dass noch manchmal Fehler gemacht werden, aber es war keine klare Überprüfung, wo sich das Gold nun genau befindet. And the whole world has lost confidence in the currency of the United States. Und also zusätzlich zu diesem Vertrauensverlust der bezüglich jetzt US-Finanzministerium, was das Gold angeht, hat die ganze Welt erheblich am Vertrauen in die US-Währung verloren. So the central bank in the United States cannot lease gold anymore because there is a risk that it will not get the gold back. People know that the paper currency is not, they have no confidence in it. They've lost confidence in it. Die Zentralbank der USA hat das Problem, dass Leute weltweit Vertrauen verloren haben, wenn sie dort der US-Zentralbank Gold leihen, dass sie es nicht mehr wiederbekommen. And I have been in contact with the Department of Defense because they are very well aware of this game theory model, which predicts that we will lose our alliance with Germany because of all this corruption. Es gibt ein Modell, was entwickelt worden ist, basierend auf Verspieltheorie, was besagt, dass die USA drohen, ihr Bündnis mit Deutschland zu verlieren aufgrund all dieser Korruption. Und sie hat sich ans Verteidigungsministerium gewandt, in Sorge. I have been in touch with the governors of the states to inform them that they have got to declare gold and silver as legal tender because the currency in the United States is about to crash. Sie hat sich an die Gouverneure der US-Bundesstaaten gewandt und ihnen empfohlen, Gold und Silber als rechtliche Zahlungsmittel anzuerkennen, weil die Befürchtung besteht, dass die US-Währung in nicht allzu ferner Zukunft zusammenbrechen wird. And in 2007, I went to the US Congress and I told them that the executive directors who were firing Paul Wolfowitz were being blackmailed. 2007. That was when the World Bank executive directors fired Paul Wolfowitz. He gave a big raise to his girlfriend and they fired him. And when this was happening, the executive directors were threatened that embarrassing things were going to be made public if they fired Paul Wolfowitz. And I told the Congress that this had happened. Okay. Als Paul Wolfowitz, Präsident der Weltbank, gefeuert worden ist, er hatte vorher eine große Gehaltserhöhung zu seiner Freundin gegeben und das dafür zuständig waren die Exekutivdirektoren, waren Exekutivdirektoren erpresst worden oder man hatte versucht, sie zu erpressen, wohl um diese Entlassung des Weltbankpräsidenten
zu verhindern. Und sie hat den Kongress darüber informiert, dass es solche Versuche gab. I found this out because I speak Dutch and the man who represented the Dutch government, Herman Wijfels, went on record in writing in the press in Holland about this problem. Herman Wijfels, did I pronounce the name correctly? Yes. Okay, Herman Wijfels, die Niederlande vertritt bei der Weltbank, hatte über diese Probleme geschrieben und Frau Jutz spricht Niederländisch und sie hatte Veröffentlichungen von ihm gelesen und deshalb ist sie darauf aufmerksam geworden. 3 weeks ago, I told the countries who the missions in New York about this problem. I gave them a translation of the article that had appeared in the Dutch newspaper. Vor 3 Wochen hat sie die Botschaften informiert, dass über diesen Artikel, der in dieser niederländischen Zeitung war. So this is the corruption. Now do you get the picture? Yes, das ist das, die Korruption, ob ich nun das Bild, ein Bild davon habe. Yes, I think it's striking examples, beeindruckende Beispiele. And what is hopeful about this is that I am now getting through to the American public. Und das Hoffnungsvolle ist, dass Frau Jutz nun kommt mit ihren Informationen an die amerikanische Öffentlichkeit. It has taken me 5 years because the media is owned by the same companies that own the Federal Reserve Bank in the United States. Es hat 5 Jahre ungefähr gedauert, weil die Medien oder große Medien im Eigentum stehen von denen, die can you repeat, die auch im Finanzsektor sind. Yes, and so you can tell now that 77% of the American public does not believe what they hear in the media anymore. 77% der amerikanischen Öffentlichkeit glaubt nicht mehr so einfach, was sie in den Medien hören. Yes, so we have taken back the truth from the corrupt parties in the United States. Die Wahrheit haben wir zurückerlangt von den korrupten Parteien oder Interessenvertretungen in den USA. And we have to thank Germany for helping us with this. Und wir sind Deutschland zu Dank verpflichtet, uns dabei zu helfen oder geholfen zu haben. That's where we are. Da stehen wir jetzt. I would like to put a focus on the credit conditions of the World Bank. We hold the legal point of view that basic rights from national constitutions are higher ranking, and also universal human rights of the United Nations, are higher ranking than normal international law, including law of the World Bank or of the IMF. And I see the problem that, nevertheless, IMF and World Bank are not directly bound to basic laws of countries or to universal human rights, but the countries are, and then they get credit conditions, political credit conditions from the World Bank, and which they are bound to, and they are also bound to their basic rights and to universal human rights. In how far does, from your experience, the World Bank respect or not respect that the countries sometimes cannot completely fulfill credit conditions because they have also to respect the human rights and basic rights? Yes, this is a very, very central question, and I'm very grateful to you for asking it. In 2009, I wrote an article on this very problem
for something called the Journal of International and Comparative Law. Ja, ich habe Journal on International and Comparative Law. Oh, Moment. Ich habe gefragt nach dem Problem, die Grundrechte aus den Verfassungen der Staaten und auch die universellen Menschenrechte haben einen besonders hohen Rang, höher als dem normalen Rang vom Völkerrecht und damit auch höher als das Recht von Internationalen Währungsfonds und Weltbank. Und das Problem ist jetzt, aber Internationale Währungsfonds und Weltbank sind nicht direkt an die Grundrechte der Staaten und auch nicht an die universellen Menschenrechte der UNO gebunden. Die Staaten bekommen aber nun die Auflagen von Weltbank und IWF und sie sind gleichzeitig an Grundrechte und Menschenrechte gebunden und sind manchmal in Situationen, dass sie die Auflagen nicht vollständig erfüllen können, wenn sie gleichzeitig die Grundrechte und Menschenrechte erfüllen können. Und da ging es mir jetzt darum in meiner Frage, wie weit nimmt die Weltbank darauf Rücksicht? Frau Jutz hat zu diesem Problem in 2009 einen Artikel geschrieben im Journal, Journal für Internationales und also für Völkerrecht und Wettbewerbsrecht. And I'll be happy to give you or your listeners a cite to this article. I wrote it together with a colleague of mine in the World Bank Legal Department, Sabine Schlemmer-Schulte. Sie hat den Artikel damals geschrieben mit einer Kollegin in der Rechtsabteilung der Weltbank, Sabine. Sabine? Schlemmer-Schulte. Schlemmer-Schulte. She's also German. Sie ist auch Deutsch. Yes. So this is definitely a problem. Das ist definitiv ein Problem. Do you have examples where the World Bank, as a good example, has respected human rights or as a bad example, has completely disregarded? Yes, I can give you a bad example. Okay. There was a case in Mozambique and cashews where the World Bank gave conditions that ended the cashew industry in Mozambique, for Mozambique. It also violated the human rights of the workers in the cashew nut factories. Ein schlechtes, also ich hatte gefragt, ob Frau Jutz positive Beispiele hat, wo die Weltbank die Menschenrechte beachtet und oder negative, wo sie nicht beachtet hat. Und sie kannte ein negatives Beispiel aus Mosambik, wo es um die Cashew-Industrie geht, also Cashew-Nüsse. Und dort wurde die Cashew-Industrie ruiniert und wurden auch Rechte von Arbeitern verletzt. How did that happen and what has gone wrong? Well, it happened in 1997, and what happened was the World Bank conditions were to that the price of the cashew nuts should be increased, and this ended the cashew nut industry for Mozambique. Die Auflage war, dass der Preis für die Cashewnüsse erhöht werden sollte, und das ruinierte die Cashew-Nuss-Industrie in Mozambik. I had the imagination that lowering prices normally might be imposed to, in the name of becoming more competitive. No, and what the World Bank also did was they pointed out that the companies that took over the big cashew factories were dominated by people of Asian origin. So they started inciting racial divisions in Mozambique. Nein, also ich hatte jetzt die Vorstellung gehabt, dass man eher versuchen würde, Preise zu senken im Namen der Wettbewerbsfähigkeit. Das hat man da nicht gemacht. Was man auch gemacht hat, ist, dass man debattiert hat, dass die Leute, die der Cashew-Industrie in Mosambik gehörte, dass die asiatischen Ursprungs waren. Und das hat für Rasse, Hautfarbe bezogene Vorurteile geschürt in Mosambik. So they created a difference between the people of Asian origin and the members of the Frelimo. Und da gab es, das führte zu Differenzen zwischen Leuten asiatischen Ursprungs und den Leuten der Frelimo. Frelimo ist jetzt the governmental party.
Frelimo were the freedom fighters. Und der Frelimo, der Organisation, die damals die Unabhängigkeit erkämpft haben, Freiheitskämpfer. But as good examples, you have countries that are able to withstand these negative conditions. And then you, if you're a strong country, you will have a good World Bank project. And if you're a small, weak country, you will have these kinds of conditions imposed on you. Ja, gute Beispiele, kann man allgemein sagen, sind Länder, die stark genug sind, Auflagen der Weltbank, die negativ auf sie sind, sich zu verweigern. Und das sind aber eher wirtschaftlich stärkere Länder und schwächere Länder, die alle Auflagen erfüllen. Da geht es dann, da hat man dann eher negative Beispiele. I can tell you exactly how this problem happens. Sie kann mir genau sagen, wie das Problem passiert ist. Because in the articles of the World Bank, the executive directors, the board, has a very strong role to play. Laut der Satzung der Weltbank hat der Vorstand der Weltbank, der sich zusammensetzt aus den Exekutivdirektoren, eine sehr starke Rolle zu spielen. But there's an agreement that the board will not use these powers. They will wait for the president of the World Bank to propose something, and then they will simply vote it up or down to work like a rubber stamp. Es gibt aber eine Vereinbarung in der Weltbank, dass die Exekutivdirektoren im Vorstand sich zurückhalten, dass die Initiativen für Entscheidungen üblicherweise vom Präsidenten der Weltbank kommen und sie dazu dann einfach sie annehmen oder ablehnen. And in 2009, I spoke with the executive director from Russia, from Norway and from Saudi Arabia, and I advised them that because of this corruption, they had to end that agreement. The board had to take back its real power. 2009 hat Frau Jutz die Exekutivdirektoren von Russland, Norwegen und Saudi-Arabien angesprochen, dass diese Vereinbarung beendet werden müsse und dass es erforderlich sei, dass die Exekutivdirektoren ihre wirklich ihnen zustehende Macht wieder ausüben müssten. And that's when I was illegally locked out of the World Bank building. I was not allowed to go in because the security guards are owned by the same company that owns the Federal Reserve Bank. You have not been allowed to go into the building after you have talked to these executive directors. Yes, they barred me from the building. Ah, okay. Nachdem Sie mit den Exekutivdirektoren von Russland, Norwegen und Saudi-Arabien gesprochen hatte, ist ihr der Zutritt zum Weltbankgebäude danach verwehrt worden. Die Sicherheitsfirma, die für die Weltbankgebäude zuständig ist, ist die gleiche, die auch für die Federal Reserve Bank, also die US-Zentralbank, zuständig ist. So I bought a World Bank bond and I used my rights as a bondholder. The World Bank has no immunity to World Bank bondholders. Dann hat sie eine Anleihe der Weltbank gekauft und hat ihre Rechte als Anleihebesitzern geltend gemacht. Die Weltbank hat Immunität, jedenfalls nicht gegenüber den Anleihebesitzern. And I also went to all the attorneys general of the states and told them they had to protect the rights of the bondholders in their states to accurate financial information. Und dann ist sie zu den Generalanwälten der Staaten gegangen und hat ihnen empfohlen, darauf zu achten, dass die Anleiheinhaber, die Anleihen der Weltbank gekauft haben, dass deren Informationsrechte gewahrt werden. And I've also told all of the ministers of finance. That's why they settled my lawsuit. Und das hat sie auch allen Finanzministern mitgeteilt. Und das ist, warum die Finanzminister ihre Klage dann geregelt haben. Also die Klage, die sie gemacht hat gegenüber Weltbank bezüglich ihrer Rechte als Anleihebesitzern. At the last meeting of all the Board of Governors
in Washington in April, I was given a security badge by the ministers of finance, and I went to the first day of the meetings. You mean April this year? That's right. And beim letzten Treffen von der Weltbank 2013 hat sie einen mithilfe Finanzminister in Zugangsberechtigung bekommen und hat an dem Treffen teilgenommen. It was a 3-day series of meetings, and the second day the Secret Service prevented me from going back into the meetings. Am ersten Tag konnte sie noch teilnehmen an dem Weltbank-Meeting, aber am zweiten Tag hat der Geheimdienst sie davon abgehalten. So the third day I wrote a letter to the director of the Secret Service and told her that she was ignoring the decision of 188 ministers of foreign affairs. I cleared that letter with the executive directors and with Dr. Belka before I sent it. Dann hat sie am dritten Tag des Weltbank-Meetings Vorsitzende des betreffenden Geheimdienstes angeschrieben und gesagt, dass sie den Willen. You mean one moment. The chairwoman of the Secret Service or of the Security Service? It's called the Secret Service. It now reports to Homeland Security, which is the agency that everyone is afraid is going to declare martial law in the United States. Okay, also es heißt, die Organisation von staatlicher heißt Secret Service und sie ist untersteht der Organisation für Homeland Security, also Organisation für innere Sicherheit in den USA. Und der Chefin von Secret Service hat sie gesagt, dass sie da den Willen von 188 Außenministern missachte, wenn sie jemanden eine Zugangsberechtigung hat zur Weltbank-Kongress, dann den Zutritt verweigere. Es gibt die Befürchtung, dass die US-Behörde für Homeland Security in den USA Kriegsrecht erklären könnte. And so 2 weeks later, I went back to the World Bank and I was arrested by the police and I was thrown in the DC police jail for trespass. 2 Wochen später ist sie dann zur Weltbankgebäude hingegangen, wurde von der Polizei verhaftet und erst einmal ins Gefängnis gesteckt mit dem Vorwurf, den Hausfrieden gebrochen zu haben. That lawsuit was dismissed. Klage wurde abgelehnt. But first, the Eric Holder, who's the United States Attorney General and the District Attorney, prosecuted the case, but I won it. Eric Holder is the highest Attorney General in the USA. Right, and the District Attorney, who is in his department, prosecuted that case, but I won it. Okay. Also den Fall, ob sie den Hausfrieden der Weltbank gebrochen habe, wurde strafrechtlich verfolgt, aber sie hat den Fall gewonnen, also wurde da für unschuldig befunden. So that's where we are now. Das ist, was ich jetzt steht im Fall gegenüber der Weltbank. Do you have had any insight how the World Bank is creating the credit conditions, who has been responsible for drafting, for deciding on the conditions, and for control and supervision on the credit conditions? Yes, it's very clear to me. The president of the World Bank is simply a puppet of the owners of the Federal Reserve. Okay, ich habe eine Frage gestellt
Ja, ob sie einen Einblick bekommen hat, wer in der Weltbank verantwortlich ist für die Kreditauflagen, für deren Entwurf, die Entscheidung über die Auflagen und für die ja, interne Kontrolle, Überwachung dieses Prozesses der Auflagenerstellung. Und sie sagt, es sei sehr klar für sie geworden, dass der Präsident der Weltbank wie eine Marionette der Federal Reserve sei. That's clear, yes. If he is like a puppet of the Federal Reserve, then the credit conditions are as if they came from the Federal Reserve. And the BIS, the Bank for International Settlements. Also, ich habe dann gefragt, wenn Sie meint, dass der Weltbankpräsident wie eine Marionette der Federal Reserve, also als Zentralbank sei, ob dann die Kreditauflagen auch so sind, als kämen sie direkt von der Federal Reserve, hat sie ergänzt, und von der BITS, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, dass der Weltbankpräsident unter deren Einfluss sehr stark steht. But I have to say that the Federal Reserve's days are over and the world is now kicking them out. Aber sie muss sagen, dass die Tage dieser Federal Reserve vorüber sind und dass die Welt sie hinauswirft. That's the good news. Das sind die guten Nachrichten. The bad news is that some people are trying to take over in what they call a power vacuum. Who are these people? The Chinese are working together with the Vatican to try to keep people oppressed. Das sind die guten Nachrichten. Aber schlechte Nachrichten ist, dass die Chinesen zusammen mit dem Vatikan versuchen, das Machtvakuum zu füllen und Leute unterdrückt zu halten. When I say the Vatican, I mean the Jesuits. Also, sie meint jetzt nicht den ganzen Vatikan, sondern Jesuiten. And the Vatican Bank. Can you repeat? The Bank of the Vatican. Also Jesuiten und die Vatikanbank. But I have told American citizens that their tax money is going to that bank. Sie hat amerikanische Bürger informiert, dass deren Steuergeld an diese Bank geht, to the Vatican Bank. That's right. And so there's the chances that we end up with rule of law and that we can change all of these problems we've been discussing is 90-95%. Die Chancen, dass wir zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren und dass wir diese Probleme alle lösen, schätzt sie auf 90-95%. And the reason why I'm optimistic, people always ask me why I'm optimistic. Der Grund, warum sie optimistisch ist, und das wird sie häufig gefragt. That's because I'm relying on very good technical work of the, and I'm going to kill this, but I'll try, Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich. Sie verlässt sich auf sehr gute Arbeit der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich für ihre Einschätzung. They published a study in September 2011 called The Network of Global Corporate Control. September 2011 hat die Eidgenössische Hochschule in Zürich eine Studie veröffentlicht mit dem Namen Netzwerk von Konzernkontrolle, Network of Corporate Control. And as people learn what this study means, they are ending this super entity. Wenn die Leute begreifen, was diese Studie bedeutet, dann werden sie das Netzwerk von Super Entity, Super Einheit beenden. What is this network of Super Entity? This is those four companies you were talking about. BlackRock, State Street, Fidelity, Vanguard. These four companies have grabbed
control of 40% of the value and 60% of the earnings of 40,000 transnational companies. Of how many? 40,000? 40,000 transnational companies. These are the companies traded on the capital markets of the world. Okay. Aus dieser Studie, dieses Super Entity, bezieht sich auf vier große Konzerne, denen es gelungen sein soll, 40% des Wertes und 60% der Einkünfte von 40.000 Konzernen weltweit für sich zu gewinnen, nämlich von den börsennotierten Konzernen. They also bought all the media in the United States. Sie haben auch ja alle wichtigen Medien in den USA gekauft. And they control the company Allied Barton that has security guards at the World Bank. Und sie haben auch die Firma Allied Barton gekauft, die die Sicherheitswachen bei der Weltbank haben. So this, when people know what they're doing, they will have to stop. Wenn Leute wissen, was sie tun, dann werden sie damit aufhören müssen. Ja. But the problem is that the Vatican is working together with the Chinese to try to inherit this power. Das Problem ist, dass der Vatikan zusammenarbeitet mit den Chinesen, um diese Macht zu erben. If I see His Holiness Pope Franciscus and what he is telling the public, I cannot imagine that he is a part of such kind of financial network. Follow the money. If the American taxpayers are putting all of their tax payments into the Vatican, how long do you think, and they know this, how long will this continue? Ich habe gesagt, ich kann mir, wenn ich mir anschaue, die Stellungnahmen des deiner Heiligkeit des heutigen Papstes Franziskus, kann ich mir nicht vorstellen, dass er Teil eines solchen Finanznetzwerks ist. Dazu sagt sie, man muss dem Geld folgen. Und wenn man schaut, wie viel Geld von den amerikanischen Steuerzahlern in den Vatikan geht, dann kann man sich fragen, wie lange das dann noch weitergeht. Which source do you have for to say that essential amount of the U.S. tax revenue goes to the Vatican? That's a very good question. You can find this in the secret treaties. So the United States thought it won its independence from the United Kingdom, but they had to pay reparations in a treaty. And then you thought that the United Kingdom had separated itself from the Vatican. But if you go back to a treaty that was written with King John in the 1200s, the Vatican, the UK has to pay repay debt to the Vatican. And this is continuing to this very day. Ah, okay. Also, ich habe gefragt nach Quellen, also weil es halt mir bisher unbekannt war, dass die USA direkt größere Summen an den Vatikan zahlen würden. Und das geht zurück auf die amerikanische Unabhängigkeit. Und zwar sind die USA zwar unabhängig geworden, mussten aber an die Briten Reparationen zahlen. Und zwischen 1200 und 1300 haben die Briten sich verpflichten müssen, gegenüber dem Vatikan auch Schulden zurückzuzahlen. And if I understand you correctly, the Americans have to still to pay reparations to the UK, and the UK still has to pay debt to the Vatican. So the US is paying directly to the Vatican.
Well, no, it goes to the United Kingdom and then it goes to the Vatican. Ah, okay, no, I understand. Yes, and I'll give you a very concrete example. When a baby is born, it gets a social security number and the birth certificate, their name is written in all capital letters. And this birth certificate is given to the bankers which raise money in the capital markets. And the future earnings of the baby are pledged to the Federal Reserve to pay back the debt. Wenn in den USA ein Baby geboren wird, bekommt es eine Sozialversicherungsnummer und das wird dann praktisch jede Geburtsurkunde wird dann der Federal Reserve da eben bekannt gemacht. Die Federal Reserve nutzt das als Sicherheit für die Schulden der USA, also alle zukünftigen Einkünfte, dass sie das, was sie dort eben besteuert, dass die Steuereinnahmen darauf als Sicherheit nimmt für die Schulden der USA. And I can give you the documents for this. Yes, please. Also kann I will give you the Social Security Treaty between the United States and the United Kingdom. Why is there a treaty on Social Security payments with the United Kingdom? This is crazy. Es gibt einen Sozialversicherungsvertrag zwischen USA und Großbritannien. Es ist verrückt, warum haben USA und Großbritannien einen Sozialversicherungsvertrag zusammen? I couldn't believe it myself when I learned it first. Sie wollte es erst selber nicht glauben. Is it about this debt? Yes, it's all because of the national debt in the United States. Es hat alles mit den, es ist alles wegen der Verschuldung des Bundes, Bundes in der USA. One moment. What I try to understand is there a significant part of the tax revenue or of the social contributions revenue which goes to the UK? It's okay. The tax revenues go to the Vatican via the UK. And all of the assets of the future earnings of the individuals and their debt is used as collateral to secure the national debt. Okay, also von den Steuereinnahmen geht ein... Achso, ich hatte gefragt, was wird denn da an in die Briten gegeben und von da aus eben auch, auch weiter an den Vatikan, ob das jetzt Steuereinnahmen sind oder Einnahmen aus dem Sozialversicherungssystem. Ja, und sagt eben, es sind Steuereinnahmen, aber das, was die US-Bürger in ihrem Leben verdienen und auch Vermögensgegenstände werden verwendet als Sicherheit für die Schulden der USA. And all the national parks are pledged as collateral as well. Auch alle Nationalparks sind als Sicherheit verwendet worden. Yep. What do the ecological NGOs like Greenpeace say about taking national parks as collateral? They don't know about it because the press refuses to tell them. Sie wissen es noch nicht, die Umweltverbände, dass Nationalparks als Sicherheit verwandt werden, weil die Presse bisher ablehnt, es ihnen zu sagen. They're starting to learn. Sie beginnen gerade es zu erfahren. I really need some written sources about this. Yes, of course. I'll be happy to give them to you. Ja, wird sie uns sehr gerne geben. Okay. One moment. I just need some seconds to put in order my thoughts. Wow. I don't blame you. Okay. Wow.
now you say future earnings, and you say that national parks are taken as collateral for the U.S. federal debt. Well, it seems to me that the debt from the independence war is so long ago, and since that time there has been so much inflation, and I think I have had the imagination that now, after so many years, it cannot be a big proportion of the U.S. debt today what has been at that time, because U.S. have such a big budget deficit. I think that this would be actual budget deficits would mean a much larger portion of what collaterals are needed for. What we're really talking about is something called state capture. And every time a U.S. president tried to stand up to these crooks, they were assassinated. 10 days after Kennedy, John F. Kennedy signed an agreement so that the Treasury Department would be the one issuing the notes instead of the Federal Reserve, he was assassinated. That's what also happened to President Lincoln. Okay, ich hab mich gefragt, das ist doch so lange her, die Schulden aus der Unabhängigkeit der USA. Und wenn ich bedenke, was in der Zeit alles an Inflation gewesen ist und was die USA für ein laufendes Haushaltsdefizit haben, dann kann das doch im Vergleich zum gesamten Schulden und zu dem, was alles, wofür man alles Sicherheiten braucht, gar nicht mehr so viel ausmachen, was im Briten von damals noch zu geben war. Und sie sagt, wir sprechen hier über praktisch State Capture, also dass jemand praktisch den Staat wie eine Beute oder besetzt hat, gefangen genommen hat. Und Präsident Lincoln und Präsident Kennedy wollten das ändern. Präsident Kennedy wollte, dass das US-Bundesfinanzministerium die Kontrolle bekommt darüber, wie die USA sich verschulden. Und das war, bevor er ermordet wurde. Und Lincoln wollte Ähnliches. You mean that they wanted to take away significant parts of power from the central bank and to give it to the Ministry of Finance in the U.S.? Yes, exactly. So instead of buying, allowing the Federal Reserve to print the dollars, it would be the Treasury Department itself that would do this. Und man wollte, dass nicht mehr die Federal Reserve Bank entscheidet, wie viel Dollars gekauft werden, sondern das sollte das Bundesfinanzministerium selber machen. So that there would be no obligation to pay interest to the Federal Reserve. Mit dem Ziel, dass es keine Verpflichtung mehr geben sollte, Zinsen an die Federal Reserve zu zahlen, also im Haushalt. And that's why he was assassinated. Und das ist, warum Kennedy aus ihrer Sicht getötet worden, ermordet worden ist. Einen Moment. We have got received a question from listeners. Is the name World Bank in last consequence, isn't it a kind of Orwellian name if it does not mainly represent the interest of the world, but rather of, as our listener has, who's raising this question, calls it U.S. zombie bank system? Yes and no. Should you blame an organization that's been corrupted by forces outside of it? Because don't forget, you've got the World Bank whistleblowers that are taking it back. Okay. Also die Frage war, ob die Weltbank nicht in letzter Konsequenz, ob das nicht eine
Art Orwell-artiger Name ist, wenn die Weltbank gar nicht die Interessen der Welt vertritt, sondern eher Interessen von US-Zombie-Bankensystemen zu vertreten scheint. Dazu sagt sie ja und nein. Soll man die Weltbank, ganze Weltbank dafür verantwortlich machen, wenn es eine ganze Reihe von Whistleblowern gibt, die versuchen, die Weltbank zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurückzuführen? And there's a 95% chance that we will succeed. Und es gibt eine 95-prozentige Chance, dass das gelingen wird, die Weltbank wieder zu ihren Aufgaben zurückzubringen. And you can see the studies that I'm basing that optimistic statement on from an article that Lars Schall wrote. Die Studien kann man sehen in einem Artikel, die Lars Schall, den Lars Schall geschrieben hat, worauf sie ihre optimistische Prognose stützt. The reason for optimism started once Elaine Colville and I got our statements published in the UK Parliament. Und außerdem als Elaine Colville, also britische Whistleblowerin, und Karen Hughes ihre Stellungnahmen veröffentlicht bekommen haben beim britischen Parlament. The da only way they can maintain this terrible system is through secrecy, and we are ending the cover-up. Und das Einzige, wie man dieses bisherige System aufrechterhalten kann, ist durch Verschwiegenheit. Und sie machen immer mehr sichtbar. And I'm getting a lot of coverage now from the alternative press. Sie bekommt nun eine Menge Berichterstattung von der alternativen Presse. In which countries? Good question. There's a Danish reporter who puts out something called No Spin News. That's a website. And there are also alternative media in the United States, the radio. And also, I was just on something called, actually, I can give you, I can forward a whole list of the different places where they've taken this story of corruption for your readers. Okay. Sie kann uns eine komplette, eine lange Liste schicken, wo sie gebracht wird. Es sind viele US-alternative Medien und auch ein dänisches Medium, Newspin News zum Beispiel. And of course the Internet. Und natürlich im Internet. I would like to come back to the corruption you have reported regarding the World Bank. What do you think that reducing the immunities of the World Bank personnel regarding liability and regarding penalty law, or even abolishing these immunities? Would be part of the solution? I have many ideas of possible solutions, but it's not so important what I think, it's what is politically feasible. But I can tell you what my recommendations are right now. And that is that people themselves have a lot of the solution in their own hands. They can consult the internet for the news instead of the mainstream media. That's the first thing. And also, The U.S. Congress itself said that whistleblowers should be protected. Whistleblowers who tell the truth need to be protected. And if the people who receive news from whistleblowers help protect them, this is very important. Okay. Ja, ich habe gefragt, ob ein Teil der Lösung nicht sein könnte, die Immunität von Korruption zu beenden, von Weltbankmitarbeitern bezüglich Haftungs- oder Strafrecht zu verringern. Und dazu sagt sie also, man muss schauen, was ist politisch machbar. Und ihre Empfehlungen sind eher, dass man die Internetmedien konsultiert und nicht die Mainstream-Medien. Und
das, was auch der US-Kongress verlangt, dass Whistleblower, die die Wahrheit sagen, dass die geschützt werden und dass auch Leute, die Nachrichten von Whistleblowern empfangen, dass die ebenfalls dazu beitragen, Whistleblower zu schützen. But there are a lot of changes that have to happen. I can tell you two other changes I think need to happen. One is that the legal officers, lawyers, should not be the ones who decide whether lawyers should be licensed. This should be something that the public does. And the same thing for the accountants. It should not be the accounting profession that licenses the accountants, because they protect each other. You mean that they license the ones who are then responsible at the World Bank? The legal profession, if you get you're a member of the bar, and if you make a mistake, it's your other lawyers who decide whether you lose your license to practice law. Wenn man Fehler macht als im Vorstand, als Anwalt, und dann ist es auch der Anwaltsberuf selbst, der dann schaut, ob man dann seine Zulassung verliert. Und ähnlich ist es bei Wirtschaftsprüfern. Dann ist es Anwaltskammer oder eben bei den Anwälten und Wirtschaftsprüfungskammer, bei den Wirtschaftsprüfern, die darüber entscheiden, ob man die Zulassung verliert. Und das sollten andere machen, nicht im Berufsstand selber. If lawyers knew that normal people would be deciding whether they broke the rules, they might not break them so easily. Und wenn Anwälte, wenn es ja einfache Leute wären, die entscheiden würden, ob ein Anwalt sich an die Regeln hält, dann würden sie nicht so leicht darüber hinweggehen. Because, for example, it was in the legal department of the World Bank, they took whiteout and they falsified the documents in my case. And the Board of Professional Responsibility in the District of Columbia did not discipline the lawyers who did this. In dem Fall von Frau Jutz sind es ja Juristen gewesen, seien es gewesen, die Unterlagen gelöscht haben oder die Unterlagen verfälscht, verändert haben, und dann wurden sie aber dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. From which body does not have taken them to account, District of Columbia? Okay, the District of Columbia license, if you are admitted to practice in the District of Columbia, if you have a complaint against a lawyer, you go to the District of Columbia Board of Professional Responsibility, which consists only of lawyers. Ah, okay. Also das Gremium ist a District of Columbia Board of Professional Responsibility, also ein Gremium für Verantwortung von, was auch für die Juristen zuständig ist. Und die haben da kein Fehlverhalten gefunden bei den Leuten, wo sie sagt, dass sie Unterlagen gelöscht haben oder gefälscht haben bei der Weltbank. And the same thing with KPMG, the auditing firm. Elaine Colville and I complained about them to the United Kingdom, I'm trying to remember the name, I think it's called the Council of Financial Responsibility, which consists of the accounting profession. Und bezüglich KPMG, die eben für Wirtschaftsprüfungen zuständig sind, haben Elaine Colville und Karen Hughes sich beschwert beim Council of Financial Responsibility. It's called Financial Reporting Council, that's it. Reporting Council. Und die haben dort auch kein Fehlverhalten feststellen können. Because when KPMG was doing the audit of the World Bank finances, I said I wanted to speak with the team that was doing the audit,
to tell them that the Government Accountability Office investigation was called off and KPMG prevented me from speaking to that team. That's a violation of the accounting standards. Can you repeat? Yes. I want to be sure that I translate. Okay, KPMG was asked by the World Bank Board to do a special audit. And one of the rules in the auditing is that you cannot prevent information from going to the auditing team. And I asked to go to the auditing team and KPMG wouldn't let me. Weltbankvorstand hat hat KPMG beauftragt, eine zusätzliche Überprüfung zu machen. Und unter den Regeln dort für die Wirtschaftsprüfer ist, dass man es nicht und nicht verhindern darf, dass wichtige Informationen an die Wirtschaftsprüfer gelangen, die da zuständig sind für die Überprüfung. Und KPMG hat das nicht zugelassen, dass sie mit denen gesprochen hat. So I think to answer your question, whether it's a zombie Bankensystem, you can see what happens to us. If we win, then it's not. And if we lose, then it is. Okay, und der andere Teil der Frage, ob es ein Zombie-Bankensystem gibt, das hängt davon ab, wenn wir gewinnen, gibt es kein Zombie-Bankensystem und wenn wir verlieren, gibt es eins. My next question would have been what needs to be done to make turn the World Bank into a human institution which acts proportionally and according to the rule of law. I think you have already answered most of this. Well, I would add one thing, okay. And that is the missing ingredient is for people who know about what's going on to get involved and make sure that we end up with the right system. Meine nächste Frage wäre gewesen, was es braucht, um die Weltbank in eine menschliche Organisation zu verwandeln, die sich verhältnismäßig verhält und rechtsstaatlich. Und was Sie dazu ergänzen würde, ist, Leute, die Informationen bekommen, ist es wichtig, dass die Leute sich auch einmischen, um einen Wandel herbeizuführen. So it all depends on them. Es hängt von den Leuten ab, die Informationen bekommen, dass sie sich auch engagieren. Davon hängt alles ab. I would like to ask the IMF whistleblower has in his book Enough is Enough, which has been published at New Horizons Press, claimed that the IMF has repeatedly given private banks the opportunity to add their wishes to the credit conditions of the IMF. Have you ever heard that something has happened also with credit conditions of the World Bank? All the time. That's what we've been talking about with the president of the World Bank maintaining the control and leaving the board out. That's why this is happening. Der Whistleblower Davison Budo, IWF-Whistleblower, hat in seinem Buch Enough is Enough, Genug ist Genug, in den USA veröffentlicht und bei New Horizons Press gesagt, dass der IWF wiederholt privaten Banken die Gelegenheit gegeben hat, ihre Wünsche zu Kreditauflagen des IWF hinzuzufügen. Und mich interessiert, gibt es sowas, ist sowas jemals auch bei der Weltbank passiert? Sie sagt, ja, all the time, also immer wieder. Und das Problem hängt damit zusammen, dass der Präsident der Weltbank so viel freie Hand hat. You mean the solution is that if the executive directors do their work, then influences from outside to the credit conditions cannot take place at a large scale? No, that's just one step. And then people have got to be involved in what they're doing and follow them and hold them accountable. Und ich habe gefragt, ob wenn die Exekutivdirektoren ihre Arbeit
tun und ob dann das Problem, dass von außerhalb Einfluss genommen werden kann auf die Kreditauflagen, dann gestoppt werden kann. Das ist ein Schritt. Und ein anderer Schritt ist, dass die Leute sich engagieren, dass die Bürger sich kümmern und sich einmischen. Moment. I would like to come back to the what you have called a super entity, four big corporations who have this 40% of the value and 60% of the earnings of the big corporations which are noted at the stock exchanges. You have mentioned the names BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity. Are these ones also big shareholders of the big US banks like JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank? Yes, and what you have is you have the same members on their board going from one to the other. So it's really all one entity. That's what we saw when had the LIBOR scandal. This is really all just one conglomerate. Sie hat ja erwähnt, dass diese Konzerne BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, dass sie 40% des Wertes und 60% der Einkünfte von 40.000 börsennotierten Unternehmen haben. Da habe ich gefragt, sind die auch wichtige Anteilsinhaber von den großen US-Banken wie JP Morgan Chase, wie von Citibank, wie von Bank of America? Ja, das ist praktisch wie ein großes Konglomerat. Das habe man auch beim LIBOR-Skandal gesehen. How could one see it as the LIBOR scandal? What happened was these banks were all working together to set rates for LIBOR that had nothing to do with the formula. They were just colluding. It was like one big monopoly. Bei dem LIBOR-Skandal haben all diese Banken zusammengearbeitet und Daten geliefert für diesen LIBOR, welche nicht der mathematischen Formel, die dafür bestimmt ist, entsprochen haben. Wie ein Kartell, wie ein Monopol. Yes. Do you have any sources, official sources, about who is the shareholders of the big American banks? Yes, if you look in this study, you will see that they've modeled it. Now, the question is, who are the individuals behind this? That's a problem because the corporate law allows there to be holding companies and doesn't require disclosure. This has to change. Ganz wichtige Frage ist auch, wer sind die Leute hinter diesen vier großen Konzernen? Und Konzerngesetz in den USA verlangt leider nicht, dass sie angeben müssen, wer genau die Leute sind von den Holdingfirmen, die die Anteile halten. Okay. In the interview which you have given to Lars Schall, you have said something about influence of this super entity on NATO. Can you be a bit more specific? What kind of influence is this on specific parts of NATO? Well, What I actually was talking about was this very accurate political science model, which was talking about the transition of power
from the Atlantic Alliance to the countries like China, India, the countries in the East. This power is going to have to be transitioned because these countries are getting more powerful. But the question is, will it happen via a war, or will it happen gradually? That's the question. And so what the model was showing was that if this super entity was going to continue to corrupt the United States, then there was going to be a currency war and the entire world would suffer. And then China would come up very, very fast. But if there was a gradual transition, then this change would happen gradually over time. But what has to happen is this super entity, the corruption from the super entity, has to end. People have to learn about it, and they have to strengthen the transatlantic alliance so that there's rule of law. And then there's a gradual transition. Es geht darum, dass diese Super Entity, diese vier Konzerne, die so viel von der Bankenmacht in den USA innehaben, dass deren Einfluss auf die USA, deren Unterminierung der USA, dass das beendet wird. Und das ist wichtig dafür. Sie bezieht sich auf die Studie wachsender Macht in der asiatischen Länder, dass die Macht sich eben langsam schrittweise verschiebt und dass es nicht einen Währungskrieg gibt. Und wenn es einen Währungskrieg gäbe, dann würden die asiatischen Länder ziemlich schnell hochkommen und das würde in den USA wesentlich stärker schaden. Und da sollte man lieber es langsam und geordnet machen. Warum zieht sie sich auf politisches Modell, politische Studie und dafür ist es eben wichtig, den Einfluss der großen US-Banken und deren Anteilsinhaber auf die US-Politik zurückzudrängen, damit das ordentlich und geordnet ist und es nicht zum Währungskrieg kommt. So what I see is that if I can talk to your audience directly to tell them about the struggle inside the United States for people to learn about how corrupt their system is, this is very, very positive. This is the way to rule of law. Und wenn sie jetzt direkt unsere Zuhörer erreicht und darüber und sie informiert, wie korrupt das System ist, das ist wichtig, das ist entscheidend, um die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. So that where we're working towards is a system where the United States acts very differently than it's currently acting. We cleanse ourselves of this corruption. Wir brauchen ein System, in dem die USA völlig anders arbeiten, als sie es gegenwärtig tun, dass sie sich selbst reinigen von einem System der Korruption. So people always ask me whether I'm being too optimistic. And my answer is always, it all depends on whether the people who are asking me this question get involved. Oft wird sie gefragt, ob sie zu optimistisch sei. Und das hängt davon ab, ob die Leute, die ihr diese Frage stellen, sich selbst einmischen. Das ist entscheidend. And I see my responsibility as giving you all the proof that you need so that you understand that what I'm telling you is correct. And I'm happy to do that. Und ja, es ist Ihre Aufgabe, und die Beweise zu liefern, dass wir sehen, dass alles, was sie sagt, korrekt ist. Und sie ist froh, sie ist glücklich, dies tun zu können. Which role do the big Western think tanks play in regarding a super entity, regarding Fed, regarding
the big banks in the USA. Unfortunately, they are not playing the role they need to play. And I would add another group to this. That's the universities. So I'm coming out of two disciplines. I'm coming out of economics and I'm coming out of law. And if you go and you look at the disciplines, the people who get the powerful positions, the leadership positions as chairing the faculties, they are, what can I say? They're not using meritocracy for this. There's secret hidden agendas. There are secret societies that are promoting people behind the scenes. And I'm learning as much about how this is actually taking place as possible. And this is going to have to be made public so that it doesn't perpetuate itself. You know, you have people who are bringing along their acolytes. This is very unhealthy. We need a total cleansing from top to bottom, and especially through these organizations you're mentioning. They're part of the problem, not part of the solution. Ich habe gefragt, welche Rolle spielen jetzt im Hinblick auf Super Entity, also große Machtzusammenballung von den Anteilseignern der großen US-Banken und hinsichtlich der US-Bank und der Federal Reserve, die großen westlichen Thinktanks. Und sie sind Teil des Problems. Sie sieht auch Teil des Problems die Besetzung der Leiter der Fakultäten. Sie ist ja selber kommt von sowohl Juristin als auch kommt sie von der Wirtschaftswissenschaft, und sie sieht, dass Leiter von Fakultäten eben nicht nur von Verdiensten her besetzt werden, sondern dass eine Rolle auch spielt, ob sie bestimmten Lobbys oder Geheimgesellschaften angehören, dass auch das die Karriere fördern kann, und auch das da müssen die Selbstreinigungskräfte gestärkt und zum Durchbruch verholfen werden, dass das aufhört. What do you think about Council on Foreign Relations and about Bilderberg? That's where a lot of this is coming from. But the reason that I'm optimistic that there will be this major transformation is because of the economic forces at play. Ich habe gefragt, was sie denkt vom Council on Foreign Relations und von Bilderberg. Ja, kommt einiges her, aber sie ist optimistisch wegen der wirtschaftlichen Kräfte, die wirken. What do you mean, economic mechanisms? Well, there are two. One is what's going on with the BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa, and there are two more that are thinking of joining: Indonesia and Iran. Ja, es gibt da zwei positive Entwicklungen. Einmal ist mit den BRICS-Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und Indonesien und Iran or Iraq? I think it's Iran, isn't it? I'm not sure. I think it's Iran. These two countries are considering joining. Indonesien und Iran denken darüber nach, sich den BRICS-Staaten anzuschließen. And these countries are now going to finance their international trade among themselves using an offset system. And at the end, they're going to settle the differences with gold. Offset system is a kind of barter system. Yes, yes. You subtract, and then whoever ends up owing money at the end is going to pay the difference in gold. Sie haben eine Art Tauschsystem untereinander entwickelt, und das die Differenz wollen sie gleichen sie mit Gold aus. And the other thing is what's happening with the paper currency. It's not going to continue because the people are losing confidence in what you call
it's fiat currency, which it has no value backing it. Und das, die andere positive Entwicklung ist, dass die Leute ihr Vertrauen verlieren in Fiat-Währung, also in reine Papierwährung, die nicht gedeckt ist. What do you recommend? By what should fiat currencies be replaced? I imagine that not all countries have large gold reserves. Well, what's very hopeful about this? There are two ways to do this, and what's hopeful about it is in the United States, you have the states that are allowed to declare the precious metals as legal tender, and they can have state banks. So you don't have to wait for the central level to solve the problem. Ja, habe ich gefragt, wenn das reine Papiergeld, wenn das nicht, wenn man das ersetzen will, wie soll man das machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Staaten große Goldreserven haben. Und in den USA gibt es die Möglichkeit, dass die Bundesstaaten Edelmetalle zu Zahlungsmitteln erklären können und müssen nicht auf die Federal Reserve warten. And individuals themselves can either use Bitcoin, which is legal now in Germany. Einzelpersonen selbst können auch Bitcoins benutzen, welche nun in Deutschland erlaubt sein. And there are other mechanisms that are now coming for people, that they can have credit cards which are backed with gold. And so this is going to allow people themselves to solve some of these problems. Zum Beispiel gibt es auch Kreditkarten, die mit Gold abgesichert sind. So können auch einzelne Personen selbst dazu beitragen, diese Probleme zu lösen. I would just like to ask one further question. What can we contribute to make sure that the problems of the current financial system are not trying, that one does not try to solve them or to disattract public attention to what is needed to solve the problem by provoking conflicts or provoking a big war. How can we make sure that this will not happen? Well, just by asking that question, that shows that we're on the right track. Ja, ich habe gefragt, wie können wir sicherstellen, dass man nicht versucht, von dem Problem des Finanzsystems abzulenken, indem man einen Konflikt, indem man einen Krieg provoziert. Gerade wenn wir diese, schon wenn wir diese Frage stellen, sieht man, dass wir auf dem richtigen Weg sind. But it's very clear that these are monumental changes, and we're going to be busy with them for many, many, many years. But it seems to me that we have reached a turning point when the misinformation on Syria did not provoke a war. I think this shows that we've turned things around. Es sind monumentale Veränderungen, und wir brauchen eine Menge Jahre, um die zu bewältigen, in der Wirtschaft. Und sie denkt, es ist ein Wendepunkt gewesen, als die Falschinformation zu Syrien nicht zu einem Krieg geführt hat. Das ist ein entscheidender Wendepunkt gewesen. So I think we've shown we're capable of learning from our mistakes. Und wir sind in der Lage, von unseren Fehlern zu lernen. But, you know, just earlier today, I had received a question where people asked me why I thought that the Americans deserve another chance, why people should help them solve these problems. Früher, heute, am heutigen Tag, hatte ich eine Frage bekommen, warum sollte man den Amerikanern eine neue Chance geben, ihre Probleme zu lösen? And the answer that I gave was that
we were very lucky that it was Germany that was in a position, a very strong position to help. Und er hat gesagt, die Amerikaner haben Glück gehabt, dass es Deutschland war, welche in einer starken Position war, zu helfen. In which position to help? Well, for example, there are websites that I've seen that say the very first thing that needs to happen is that Americans have to learn about all of the terrible things, consequences that have happened from these wars of aggression that we have been starting one after the other. We should learn very clearly how many victims there have been. Ja, es gibt viele Websites, die sagen, dass die Amerikaner lernen müssen, was von diesen Angriffskriegen für Folgen gehabt hat, wie viele Opfer es gegeben hat. Und and there are many German websites informing the Americans. Yes, and we need to spend a lot of time learning about this. Und ja, wir müssen uns die Zeit nehmen, uns darüber zu informieren. Okay. Now it seems that I have run out of questions. But if you could give us the link about this economic power concentration, then. And I want to thank you for the interview. And if and your personal website is, can you tell us your personal yes, website? Yes, it's kahudes.net. Okay. And we have also put the link of your personal website on our blog. And okay, and the sources you information you want to give us, we will also put there. Yes, I'll get that right to you. Okay, and many thanks for taking the time for the interview. I'm in your debt. You've had to translate and formulate questions. You've just really, I'm very, very grateful to you. Und sie bedankt sich für die Fragen, die wir gestellt haben. Okay, und für die Übersetzung. Many thanks. Ja, und nun hätten wir noch gerne etwas Musik und voraussichtlich die nächste Sendung kommt nächste Woche Donnerstag wieder um 19 Uhr. Danke fürs Zuhören.